Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fallout 76. Mal gucken, was hier gerade so abgeht. Und ja. Ich würde sagen, wenn wir schon mal hier sind, sichern wir uns einmal ganz kurz die Munitionsfabrik. Es gibt eine neue Sache hier in Fallout und das sind Rucksäcke. Wir müssen heute mal gucken, wie wir so einen Rucksack bekommen. Aber first of all werden wir selbstverständlich als allererstes das hier einnehmen. Wir brauchen nämlich wieder 10 mm Munition. Und wir benennen heute oder morgen die Pistole, glaube ich, ne? Ja, die Pistole oben. Wobei, nee, Moment. Warte, ich habe Dinge zu erzählen. Du darfst mich nicht stören. Hat Fallout ein Downgrade bekommen? Irgendwie sieht das alles so ein bisschen anders aus, oder? Oder wirkt das jetzt nur auf mich so? Und zwar kann ich jetzt noch nicht die Munitionsfabrik einnehmen, denn ich muss für die heutige Folge auf jeden Fall noch rendern. Und dafür muss ich den Server leider verlassen. Ja gut. Ja, dann gucken wir mal wegen Rucksäcke, ne? Ich habe keine Ahnung, wie ich das hinbekommen soll. Wir gucken mal bei uns zu Hause, Bastelwerkstatt und hast du nicht gesehen. Und wieso kann ich nicht laufen? Ich bin überlastet? Oh. Wieso bin ich überlastet? Den hier müssen wir auf jeden Fall noch entwerten. Aber warum bin ich überlastet? Wo hab ich's jetzt hingeworfen? Ich glaube, den Superhammer brauche ich, ne? Superhammer. Ich glaube, das ist der, den wir jetzt momentan haben. Wenn wir ihn auseinanderpacken, könnten wir vielleicht etwas bekommen. Gewicht 1 lohnt sich jetzt nicht wirklich. Was habe ich denn dabei? Ja, komm, wir könnten etwas trinken erstmal. Und etwas essen. Vielleicht hilft das ja schon. Na komm, ein Stück noch. Irgendwas. Klingkorn brauche ich. Ich kann nichts mehr essen. Das gibt's doch nicht. Ja, wir müssen unsere Munition noch loswerden. Ich habe ganz vergessen, dass wir ja 1 Milliarde Munition am Start haben. Und höchstwahrscheinlich auch Raketen, ne? Wir haben immer Raketen am Start. Mini-Atombombe. Ah! Da kommt das Gewicht her. Aber ich habe keine Raketen? Das ist eine einmalige Geschichte. Bramingege kenne ich. Keine Ahnung, was soll ich denn ablegen? Hier ist Delph Boy, tschüss. Ja, geht doch. Okay. Dann würde ich sagen, reisen wir einmal ganz kurz nach Hause. Töten da eine Todeskralle, ne? Kennen wir ja. Ich sollte meine Camera woanders hinpacken. Ich weiß nicht, ich gucke immer da hinten in die Ecke. Ich check's einfach nicht. Ich begreife mich selber nicht. Da ist richtig. Merkst dir, Zero. Da. So, zu Hause. Holen wir mal Aurora raus. Wir haben kaum Munition für irgendwas. Wo ist mein Zuhause? Ich hatte für eine Sekunde Angst. Bifester kann man nicht vertrauen. Die zerstören einfach dein Zuhause, wann die wollen. So. Todeskralle. Oh Gott. Hat er mich gesehen? Nein. Ich habe schon mal mehr Schaden gemacht. Oh. So wie jetzt zum Beispiel. Alles klar. Was hast du für mich? Gedämpft irgendwas. Mhm. Ein Skelett. Noch ein Toter. Sturmgewehr nehmen wir natürlich wie immer mit. Den nehmen wir mit. Ich find's gut. Wir kriegen hier Stuff ohne Ende. Jedes Mal, wenn ich mich einlogge, kriege ich Schrauben, Federn. Ich finde den Ort gut. Ist top. Der andere Ort wäre natürlich besser gewesen. Ich meine, mir ist klar, dass man hier überall hochfliegen kann und hast du dich gesehen, aber ganz ehrlich. Wenn man da mal jemanden so sieht, der sowas hat, ich glaube, dann ist schon Geburtstag. So.
Waffe weg. Wir haben Dinge zu erledigen. Rucksack. Erstmal, Bumm. Rüstung. Könntest du vielleicht schon ein Rucksack sein? Ach ja, ich muss meine Power-Rüstung ausziehen. So. Herstellen. Helme, Outfits und Unterrüstung. Nö. Stimmt! Ich habe mir ja mal einen Tarnhosenanzug gekauft. Ich habe ihn vergessen. Oh, den muss ich gleich anziehen. Kopfbedeckung. Ja, da passt schon. Ja, ich hab schon was. Dachbordhelm. Pass auf. Den habe ich mir gekauft und ich habe ihn vergessen. Tarnhosenanzug. Jawohl. So, jetzt sehe ich fast schon seriös aus. So könnte ich bereits Dinge verkaufen. An Idioten. Waffenwerkbank. Bastelwerkbank. So. Phantomgerät. Irgendwas. Großmengen Granaten. Weißt du? Ich habe es gerade auf der Startseite gesehen. Da stand: Hall, wir haben jetzt doch Rucksäcke. Aber wir erzählen dir nicht, wie du die kriegst. Was soll denn das? Ist das vielleicht eine Quest oder irgendwas? Es ging ja um Pfadfinder. Vielleicht ist es das. Naja, egal. Wir kriegen das schon irgendwann hin. Spätestens, wenn ich die Kommentare lese. So, okay. Wir müssen zum Modden wechseln. Das Dönermesser. Reparaturkits? Was sind das? Okay. Ich habe vergessen, wie man Dinge auseinanderbaut. Kleinen Moment. So. Dönermesser. Tschüss. Nichts dafür bekommen. Gatling-Laser. Solider langer Lauf. Ja, damit kann ich arbeiten. Dich wollte ich aber halten. Der Granatwerfer kann weg. Der kann weg. Das Kampfmesser sowieso. Die Axt auch. Sturmgewehr. So. Superhammer. Nichts! So, du bist ja ganz normal. Das haben wir gerade aus dem Dreck gezogen. Ja, du bist 45. Weißt du was? Normale Gegenstände will ich gar nicht haben. Ich will nur legendäre haben. Oh, das passt. Ich habe nur ein kleines Problem. Oh, die Aussicht guckt sich an. Wunderschön. Auch wenn irgendwie ein bisschen kantig und unfertig alles aussieht von hier oben, aber egal. Was ist denn da? Okay. Verteidige Hof des Kraftwerks. Wieso habe ich hier vor meiner Tür eine Quest? Hier ist nichts. Hä? Ist das Kraftwerk Mono gar nicht woanders? Hä? Ist ja auch egal. Ja, haben wir hier halt eine Quest. Vielleicht kommen hier ein paar Leute zu Besuch. Aber wir sind sowieso gerade in Standardmodus, weil ich ja die Reihenfolge machen muss. So, ja gut, lassen wir die Tür offen. Scheiß drauf. Ich wollte Munition ablegen. So. Ich habe sogar noch ein bisschen Platz. Munition. 38er. Die brauchte ich ja nicht. 44er brauche ich auch nicht. Das ist auch nicht. Alter, was wir alles angesammelt haben hier. Ich hab's gerade mitgenommen. Was ist denn los mit mir? Bin ich irgendwie kaputt oder so?
Ich denke, wieso wird meine Truhe leer? Hä? Das ergibt doch keinen Sinn. Ich tue doch Dinge rein. Ja, am Arsch tust du Dinge rein. So, warte kurz. Waffen. Also, 50er. 10 mm. 50er Ball. Ja, weißt du was? Dieses Ding ist 35. Das werden wir gleich vernichten. Stepan. Ich werde es immer sagen. Ich habe dir gesagt, ich gewöhne mich an eine Sache und werde sie immer wieder sagen. So, Kern. Ja, gut. Und 50. Das erklärt, warum wir hier keine Munition mehr haben. Ich glaube, wir müssen auf 308er umschalten. Hat irgendwer geschossen, das gefällt mir nicht. Ja, gut. Problem entdeckt. Müssen wir nur noch beseitigen. Die haben 5 mm ohne Ende. Wieso benutze ich das nicht? Komm, die Fusionskerne können wir behalten. Gleisbolzen behalten wir auch erstmal. Die Mini-Atombomben, ja, die verkaufe ich am besten, oder? Plasmakern. Was soll das denn, Plasmakern? Hier läuft doch gerade. Was ist hier los? Wo kommst du denn her? Hier sind keine Supermutanten. Hä? Ich hab gedacht, hier wäre ein anderer Spieler oder so. Aber doch nicht. Doch kein Supermutant. Wo kommt der denn? Kommt einfach aus dem Nichts hier. Guckt euch diese Nervbolzen an. Pass auf, ich schock mich hier hin. Okay, das ist jetzt ein bisschen kacke. Ich schock mich hier hin. Und die Reichweite reicht nicht aus. Okay, so, ich muss mich beeilen. Wir müssen heute noch irgendwas machen. Ich weiß, wir sind hier 12 Minuten und ich weiß, dass da einige sich denken, ja, Zero, das kannst du alleine machen, aber nein, kann ich nicht. Ab und zu müsst ihr auch mal die Truhe sehen. Und ich glaube, wir sind jetzt soweit durch, ne? Ja, komm. Wir müssen noch eine Waffe vernichten und dann gehen wir weiter. Waffen. Oh, tschüss. Und wir müssen noch mal ganz kurz. Es geht immer weiter. Wir müssen doch das und das und das und das und das. Mir fällt immer etwas ein. Den hier müssen wir verstellen. Da, gehärteter Verschluss. Ja, gehärteter Verschluss, komm. So. Dann haben wir das Problem auch wieder gelöst. Perfekt. Und ich wollte die Jetmaschine angucken. Und zwar haben wir ja dann einen neuen Lauf bekommen. Und zwar einen Sturmlauf. Und dann, 53 Schaden. Das ist respektabel. Ja, Visier brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Stahlbinder. Erhöht Präzision und drückt. Okay, komm. So, schon haben wir kein Plastik mehr. Scheiße. So. Wieso wollte ich das jetzt umbauen? Okay, Stepan, da können wir auch nichts machen. Schaden 100. Ja, wir müssen jetzt auf jeden Fall auf das nächste Level abwarten. Und ich hoffe, wir kriegen irgendwann einen neuen Stepan. Okay, Stefan, ist okay. 150 Damage. Mal 3, Leute. Mal 3. 450 Schaden. Eigentlich fast 500. Müsst ihr euch mal reinziehen, ey. Das ist doch pervers. Obwohl ich jetzt auch schon Kleidung habe, die ich eigentlich tragen möchte. Wie zum Beispiel der hier. Kann ich den jetzt Favoriten setzen? Ja, nice. Ja, dann zieh ich den an. Und den auch.
So. Ich möchte einen Rucksack haben. Wie kriege ich einen Rucksack? Schreibt es mir in die Kommentare, solange ich noch aufnehme. Also ich werde heute, wo die Folge rauskommt, auf jeden Fall den ganzen Tag noch aufnehmen. Da könnt ihr fröhlich vor euch hinschreiben. Und ich werde das tun. Okay. Haben wir irgendwelche Quests? Beanspruche die Werkstatt. Ja, nö. Die Mission der Aufsicht, verbotenes Wissen. Ich habe einen Bauplan für eine potenzielle gefährliche Technologie gefunden. Ich stehe in der Bruderschaft und versucht, solche Dinge von denjenigen fernzuhalten, die mit ihr Schindluder treiben wollen. Ich sollte versuchen, die Kämpfe in Tour. Okay, sonstiges. Na gut, machen wir verbotenes Wissen. Finde einen Ort zur sicheren Aufbewahrung der technischen Daten. Das ist eine Quest, die anscheinend immer wieder kommt, wurde mir gesagt. Und wir müssen einen Ort finden, wo wir die unterbringen. Haben wir eine Questmarkierung? Ja. Alter, darauf kann man sich eigentlich gar nicht verlassen. Ja, ich gucke hier nach unten und da ist nichts. Was geht denn hier ab? Wieso? Wieso sind die alle so auf den Haufen? Okay. Wo könnte diese Quest sein, Freunde? Ach, da. Kämpfentour. Oh, ich kann einfach hinreisen. Oh. Es tut gut, mal wieder schnell reisen zu dürfen. Das kann ich aber nur einmal in der Woche, weil ich die erste Folge mal direkt raushaue. Ja, cool. Dann bin ich mal gespannt, wann wir jetzt diesen Rucksack zu Gesicht bekommen. Eines wunderschönen Tages. Ich glaube, ich kann sogar... Das mache ich gleich. Mache ich alles gleich. Keine Sorge. Habe ich die 308er Munition weggelegt? Bin ich eigentlich blöd? Ich habe doch 500... Hä? Ach, jetzt plötzlich haben wir wieder Munition. Das ist ja recht eigenartig. So, Stepper benutzen wir natürlich nur, wenn es nötig ist. Hallöchen. Wisst ihr, irgendwie mag ich diesen Ort nicht. Ich bin hier zweimal gestorben durch andere Spieler. Zweimal. Müsst ihr euch mal vorstellen. Dieses, wie kann der Ort hier so krass besiedelt sein? Eine Patrone. Hat er sich wahrscheinlich in den Arsch gestopft oder so. Zur Aufbewahrung. Oder hat gedacht, das ist ein Zäpfchen. Oh, wie ausgetrocknet der aussieht. Der ist schon fast schon süß, oder? Man, guckt ihn euch an, der ist fast schon süß. Okay, der ist jetzt hier im Busch. Kann man jetzt nicht mehr so gut sehen. So, Mädel, warte kurz. Wie kommen wir jetzt hier rein? Ah. Level up. Übrigens haben wir Double XP Wochenende. Eigentlich Weekend, wenn ich schon im Englischen bin, sollte im Englischen bleiben. Da ist er gerade ganz kurz hochgesprungen. Das war erschreckend. Oh, der hat sich direkt mal drei Zäpfchen reingezogen. Und die stehen drauf. Hallo? Verloren? Alles klar. Warum müssen hier so viele Leute sein? Ist das neu, dass der Hammer so blutbefleckt wird? Ich glaube nicht, ne? Haben die das gepatcht? Vielleicht war das, was mir aufgefallen ist. Wozu ducke ich mich überhaupt? Ich werde dich vermissen, 10 mm. Erstmal muss ich Munition aufstocken. So, kann ich jetzt mal die Quest machen? Geht das? Oh Gott, ich mag den Ort da oben nicht. Da bin ich gestorben. So. Ja. Wie kommen wir jetzt herüber? Ich sehe eine Brücke.
Und ich sehe eine Art Weg. Hört sich doch schon mal gut an. Haha. Warum hört er sich das gerade so seltsam an? Steuerterminal. Frachtbot. Kann ich das einfach machen? Oh, okay. Hinweis, gefährliche Technologie. An das gesamte Personal der Stählernen Bruderschaft. Nach dem letzten Frachtbootabsturz hat Senior Ritter Wilson angeordnet, jegliche gefährliche Technologie im gesicherten Versteck im Keller von Hütte Weste zu lagern. So sicher wie das Depot außerhalb der Anlage ist es nicht, aber ich wünsche jedem Raider viel Glück, der da einzubrechen versucht. Je mehr Technologie wir beschaffen können, desto sicherer wird unsere Zukunft. Ad Victoriam. Aber wenn ich da jetzt easy einfach reingehe und die Tür öffne, dann ist das ja nicht sicher, oder? Irgendwie ergibt das keinen Sinn. T51B Helmlampe. Oh, okay. Ich will hier raus. Da unten waren wir doch schon. Da war ich doch schon mal. Irgendwo war da der Haken, ne? Oh, das ist der sicherste Ort aller Zeiten. Hui. Niemand wird jemals daran kommen. Nachtsichtziel für ein Rohr für die Kampfflinte. Oh, nehme ich. Lackierung, Ritter der SB. Was auch immer SB heißt. Selbstbedienung. Ritter der Selbstbedienung. Das muss es sein. Ich kann jetzt überall Essen klauen, wo ich möchte. Na gut. Dann, ich meine, ernsthaft? Das ist ja wohl hier nicht. Die Tür steht sperrangelweit offen, weißt du? Das ist der sicherste Ort, den wir haben. Da sollten wir alle tödlichen Waffen, die die Welt zerstören könnten, sichern. Ja gut. Technische Daten haben wir. Habe ich da gerade irgendwas richtig Großes gesehen? Ich schwören könnte, ich hätte irgendwie so ein Tentakel oder so gesehen. Ich weiß selber nicht, was das für ein Monster hätte sein sollen, aber... Soll's ja geben. So, wir können eigentlich nur die Mainquest machen, ne? Na gut, reisen wir schnell hin. Dann bin ich hier. Nein, ich will da nicht hin. Damit ich nachher im Überlebensmodus direkt da bin. Oh nein, ich mag den Ort nicht. Der ist kacke. Der ist unübersichtlich. Und wenn ich hier jetzt bin, währenddessen ich mich gleich auslogge und dann im Überlebensmodus hier reingehe, dann kann da jederzeit einer sein, der sich denkt, ja guck mal, der spawnt gerade und kann sich nicht wehren, den töte ich. Weißt du was? Einfach, weil ich's kann. Jetzt habe ich's doch rausgezogen, oder? Ah, so kann man auch sein Inventar ordnen. Ja, aber... Hä? Was bringt das, Klamotten in das Menü reinzutun? Ich weiß es nicht. Aber ich möchte ein bisschen mit Stefan schießen. Stefan. Das wird noch eine Weile dauern, bis ich Stefan sage. Und ich will den Rucksack. Ah, oh, gegen die Schallmauer. Ist hier wenigstens jemand anderes? Nee, ne? Hätten wir gesehen. Guck mal, da ist ein riesen Stück Scheiße. Warum?
Brandbestien Guano-Haufen. Boom! 500 Damage in den Rücken. Einfach brutal. Und irgendwie müssen wir da noch hochkommen, ne? Solange wir nicht gesehen werden, ist das absolut geil. Also, sobald ich gesehen werde, bin ich tot. So, und wenn wir gleich im Überlebensmodus gehen, dann gibt's richtig, richtig XP. Aber ich will mich jetzt eh ausloggen. Deswegen werden wir einmal ganz kurz unseren Stufenaufstieg machen. Ein Skill wählen. Du erhältst pro Kill 30 Sekunden lang plus 6 maximal 36% Schaden. Die Zeit wird bei 9 Kills zurückgesetzt. Das ist cool. Munitionsschmied. Aber ich wollte was anderes machen, ne? Perception, ne? Und zwar... Deine nicht-automatischen Gewehre verursachen 10% mehr Damage. Perfekt. Ist mir egal, dass ich gerade angeschossen werde, ganz ehrlich. So, zwei Punkte. Ein Punkt müssen wir loswerden hier. Einbrecher, Gewehrschütze, Nachtmensch. Ich glaube, der Nachtmensch gewährt mir doch mehr Schleichdamage, oder? Wenn ich jetzt die... Ich kann auch einfach die billigen rausnehmen, oder? Die billigen Schlossknackdinger. Reicht doch, wenn ich die Meister drin habe. Oh. Bin gerade fertig geworden, Leute. Gerade fertig geworden. Echt? Ich darf mir nicht mehr aussuchen, wo ich spawne? Oh, cool. Dann holen wir kurz mal unsere Leiche zurück und dann... Muss ich jetzt auf die andere Seite, ernsthaft? Na gut. Mission Leiche. Wir sollten mal patchen, dass man schneller aus dem Visier rauskommt, wenn man geschossen hat. Hä? So zum Beispiel. So, welcher Sack hat mich jetzt erschossen? Wer hat es gewagt? Gut, Freunde. Wir haben unsere Beute zurückbekommen. So. Und ich würde sagen, wir sehen uns morgen im Überlebensmodus wieder und dann gibt's richtig Erfahrung. Haut rein, euer Zero. Tschüss.